Herzlichen freue dich. Herzlich willkommen bei Natürlich Nofke. Dieses Mal natürlich zu Weihnachten ein extra Special. Wir bemühen uns immer um die atmosphärische Seite unserer Gemeinde und wollen deswegen in Bargteheide in diesem schneereichsten Weihnachten, das wir seit unter 20 Jahren, also seit Aufzeichnung der Wetterberichte haben, wollen wir uns einmal umschauen, wie das atmosphärisch jetzt in Bargteheide hier aussieht. In diesem Moment, wo wir gerade vor dem Rathaus stehen, kommt unser vielbeschäftigter Bürgermeister Dr. Henning Götz. Hallo. Ganz kurz nochmal lang, Herr Götz, was machen Sie jetzt noch zu Weihnachten? Denn wir wollen gerade sehen, wie funktioniert Weihnachten in Bargteheide dieses Jahr? Weihnachten funktioniert wie immer super. Wir haben dafür gesorgt, dass weiße Weihnachten sind. Sehr gut. Und extra in Bargteheide. Extra in Bargteheide. Und ganz wesentlich. Ansonsten werden noch die letzten Einkäufe erledigt und bis 18 Uhr ist auch noch Dienst. Und dazu haben wir eine perfekte Straße hier, ja, in der alle Leute höflich miteinander umgehen. So ist das. Sind Sie gut vorbereitet auf Weihnachten? Ich bin bestens vorbereitet. Die Gemeinde auch? Die Gemeinde sind wir. Wir gehen weiter im Glück in die Zukunft. Jawohl. Da sehen Sie einen Bürgermeister, wie man ihn nicht zweimal in Schleswig-Holstein findet. Wir danken Ihnen und wünschen Ihnen eine frohe und segensreiche, genau, Christgeburt. Genießen Sie die Zeit, ne? Das wünsche ich auch allen Zuschauern natürlich. Viele Klicks auf die Seite nach wie vor und alles Gute. Wir werden mal versuchen. Auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Was der Bürgermeister dieser glücklichen Stadt allerdings vergessen hat zu erwähnen, ist, dass dieser Ort, und wir drehen ja nicht umsonst in Bargteheide, der einzige schuldenfreie Ort Schleswig-Holsteins ist. Also die Menschen stehen sich hier finanziell hervorragend. Und das hat natürlich nicht nur mit dem Bürgermeister, sondern auch mit der ganzen Bevölkerung zu tun, die hier lebt. Hier an der Stelle vor dem Frische Center Sylau, dem Kerngeschäft sozusagen der Bargteheide, hier ist normalerweise viel Gepränk und viel Schönheit. Direkt hier schließt sich das Rathaus an mit dem neuen öffentlichen Saal, in dem man oben auch hineingucken kann. Hier waren wir auch letztes Jahr und haben die Besonderheiten des Bargteheider Weihnachtsspots entdeckt und wollen doch dieses Jahr noch mal sehen, ob davon noch was übrig geblieben ist. Aber es scheint doch so zu sein, als wenn der Schmuck dieses Jahr auf seltsamste Art und Weise verloren gegangen ist. Irgendwas ist denn doch in Bargteheide auf dem sparsamen Trip. Also atmosphärisch ist hier etwas weniger los. Deswegen gucken wir mal in einer Nachbargemeinde von Bargteheide, in einem Vorort, der nennt sich Ammersbeek, wie dort Weihnachten erwartet wird. Ja, wir sind hier in eines der Geschäftszentren von Ammersbeek jetzt geflüchtet, um zu sehen, ob hier auch Weihnachtsatmosphäre herrscht. Aber soweit wir hier gucken, es ist hier was los. Es ist ein kleines Wunder, dass Leute sich hier wohlfühlen. Aber weihnachtlich oder so dergleichen ist zum Beispiel dieser ganz berühmte Nettomarkt. Ganz berühmter Nettomarkt, in dem ganz, ganz nette Bedienungen arbeiten und ein seltsames dänisch-mecklenburgisches Mischangebot herrscht. Also ganz, ganz eigenartige Sache. Hier ist ein Zahnarzt drüber. Hier kann man spazieren gehen, hier kann man die Zeitschriften, alles sind alle möglichen Sachen. Aber Weihnachten finden wir hier nicht. Wir sehen nur gestresste Menschen, die noch versuchen, die letzten Sachen zu Weihnachten schnell nach Hause zu bringen. Und das war's. Und jetzt stehen wir auch noch im Weg. Hier haben wir zum Glück noch Herrn Spar gefunden, der hinten ganz schwer laden muss, der hat überhaupt keine Zeit. Herr Spar, wir freuen uns, dass wir Sie dieses noch treffen. Wie findet hier Weihnachten statt? Wir suchen hier Weihnachten und hier findet nichts statt. Ja, bei uns erstmal nur morgen. Nur morgen? Im Markt, ja. Im Markt? Also Mütze aufsetzen und so. Ja. Ach so, so ein bisschen machen wir so. Aber das war's dann auch. Sie beleuchten hier nicht weiter, oder? Trockene Arbeit und. So sieht's aus. Dann liegen wir nicht falsch. Wir bedanken uns, Herr Spar, und wünschen Ihnen persönlich alles Gute und vielleicht sehen wir uns wieder. Wir sind die ganze Zeit herumgefahren und haben in den Dörfern ringsum um Weihnachtsatmosphäre fast gebettelt und haben gesucht und gesucht. Nun sind wir doch in dem wirtschaftlich aufkeimenden, aufspringenden, auch im Winter merkt man das noch, Delingsdorf gelandet. Hier haben wir warmes elektrisches Licht. Hier haben wir ein bisschen Weihnachtsschmuck gefunden. Ansonsten sieht es doch noch trist aus, weil die Leute sich alle, scheinbar alle hier, auf den Schnee, den wunderschönen Weihnachtsschnee verlassen. Insofern wollen auch wir jetzt dieses Jahr beschließen. Vor Silvester werden wir uns womöglich noch einmal sehen. Ich freue mich drauf. Und ich singe jetzt zum Abschluss dieses Jahres noch einmal und freue mich aufs Wiedersehen demnächst. Mach hoch die Tür macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Herrscher aller
Welt zugleich, der Heil und Segen mit sich bringt, der halben jauchzt und fröhlich singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat.